Hallo Leute und herzlich willkommen zur Praxislektion von Mixed in Key. Mixed in Key ist im Prinzip der Big Player, der Klassiker. Den kennt man eigentlich, den kennen soweit eigentlich alle. Und ja, wir möchten euch Mixed in Key jetzt hier vorstellen, denn es ist ein sehr starkes Analysetool und ist auch nicht umsonst soweit verbreitet. Deswegen schauen wir direkt mal rein. Ja, also ihr habt hier im Prinzip die erstmal natürlich leere Oberfläche. Ihr könnt dann direkt hier eure Dateien einfach reinziehen oder ihr geht hier über den Reiter Add Files. Da könnt ihr euch dann entscheiden, möchtet ihr die Dateien aus einem Ordner heraus einbringen. Könntet ihr jetzt hier machen, haben wir spaßhalber mal angelegt. Aber ihr könnt auch einfach die iTunes Playlist hinzufügen. Zum Beispiel eben, es sind ja genau dieselben wie auch im Ordner, bis auf die Rock-Playlist, denn hier haben wir einfach mal eine intelligente Playlist erstellt. Das heißt, die hat eine Regel und zwar eben, tu in diese Playlist alle Tracks rein, bei denen das Genre Rock ist. Einfach für euch auch mal als Beispiel. Und deswegen fügen wir die doch einfach mal hier hinzu und außerdem nehmen wir eben dann noch die elektronische Musik, Hip-Hop und fügen das auch hinzu. So, jetzt haben wir Mixed in Key natürlich schon mal sehr vollgestopft. Dafür können wir dann eben direkt schon mal hier in die Analysis Queue gehen. Ihr seht hier schon, eben einige Tracks sind completed, bei anderen ist es hier noch Processing, also er schafft gerade noch. Und jetzt geht er einfach schon ganz automatisch einfach mal die ganzen Tracks durch. Genau, hier haben wir dann die Entire Collection, also die gesamte Mediathek. Improved Tracks sind die, die er eben schon soweit hat. Dann Recently Added sind eben die, die erst vor kurzem hinzugefügt wurden. Bei Rock haben wir dann die Playlist, die wir hinzugefügt haben. Und genau, warten jetzt sozusagen darauf, dass er seine Analyse fertig hat. Hier haben wir noch die Tutorials integriert, wie ihr Mixed in Key an eure Programme anhängt sozusagen. Denn Mixed in Key arbeitet sehr gut mit diesen ganzen Programmen zusammen, damit ihr eben hier nicht Großdateien rumschieben müsst, sondern einfach darauf zugreifen könnt, auf deren Informationen und die abgreift und dann in Mixed in Key updatet und sozusagen wieder zurückspielt. Ja, außerdem haben wir hier oben den Player, auch wie bei den anderen Programmen eigentlich ziemlich selbsterklärend. Und außerdem habt ihr hier eben noch dann Add Queue, eben einen Queue-Punkt hinzufügen. Das ist auch einmalig sozusagen bei den DJ-Tools, bei DJ-Programmen natürlich dann nicht. Und außerdem habt ihr hier noch ein Piano. Ja, wenn wir jetzt einfach mal hier das abspielen, dann seht ihr schon, dass hier die Wellenform geladen wird und hier bekommt ihr dann noch eine Info im Prinzip über die Stimmung und die Intensität des Tracks. Und was eine sehr, sehr coole Funktion ist, ist, dass man im Track sozusagen springen kann. Also Mixed in Key schlägt einem hier schon Cue-Punkte vor, die von den Liedabschnitten her Sinn machen. Und dann kann man natürlich jetzt hier bei dem Play-Zeichen einfach sagen, spiel mir diesen Teil ab. Das ist auf jeden Fall sehr effizient. Und wenn wir jetzt hier eben zum Beispiel die ganzen analysierten Tracks haben, er ist jetzt soweit durch, dann bekommen wir eben die klassischen Infos, die wir auch von anderen Programmen kennen, eben diese typischen Spalten hier. Und Mixed in Key hat jetzt eben die BPM, also das Tempo analysiert, als auch zum Beispiel den Key, natürlich auch sehr wichtig, hier im Camelot Wheel Format, also eben 2A, 6A und so weiter und nicht A-Dur, E-Dur und so weiter. Außerdem gibt Mixed in Key ein Energy Level vor, auch sehr, sehr interessant. Und eben auch Cue Points. Das sind genau die, die hier oben gesetzt sind. Status completed, natürlich selbsterklärend, eben
die Analyse ist soweit durch. Ja, ihr könnt das Ganze dann noch selbst auch kontrollieren, ob euch die Analyse im Prinzip soweit ja, passt, was Mixing Key da gemacht hat. Und wenn ihr dann im Prinzip kontrollieren möchtet, ob die Arbeit, die Mixing Key gemacht hat, soweit stimmt. Mixing Key ist von allen Programmen das zuverlässigste, haben ja, Forschungen ergeben, aber auch nicht 100% korrekt, denn alle Programme arbeiten ja nur, in Anführungszeichen, nur mit Algorithmen und haben ja keine gottgegebenen Informationen. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall nochmal nachkontrollieren. Ihr könnt euch natürlich auch einfach so darauf verlassen, dann habt ihr eine Menge Zeit gespart. Aber eben, wenn ihr es ganz genau haben wollt, dann kontrolliert es nochmal nach. Dafür eben gibt es das Piano, denn ihr bekommt hier ja angegeben, zum Beispiel One Dance von Drake hat den Key 3A. Und wenn ihr jetzt dann 3A klickt, dann wird dieser Sound erzeugt. Und wenn Mixing Key das richtig analysiert hat, dann müsste ja der 3A-Ton sehr harmonisch zu dem Lied klingen. Klingt natürlich ein bisschen komisch, wenn ihr jetzt immer nur einen Ton dazu spielt, aber wenn man hinhört, merkt man doch, da ja, klappt es einem jetzt nicht die Fußnägel hoch, so dass es irgendwie extrem komisch klingen würde. Ihr habt dann hier noch die Möglichkeit, das Ganze als Akkord zu spielen. Das klingt auf jeden Fall natürlich schon mal sehr viel harmonischer als so etwas zum Beispiel. Also da müssen wir eben hoffentlich nicht drüber streiten, dass das sich auf jeden Fall nicht so gut anhört. Es gibt natürlich auch Tonarten, die ja mit 3A harmonieren. Das ist ja genau dann der Witz hinter der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ihr auf dem Keyboard rumspielt, werdet ihr auf jeden Fall auch Tonarten finden, bei denen es auch nicht so schrecklich klingt. Aber definitiv, 3A klingt gut und deswegen könnte man sagen, das Ergebnis passt soweit. Ja, und insofern gehen wir jetzt nochmal die restlichen Funktionen durch. Wenn ihr Rechtsklick macht, bekommt ihr diese Informationen hier alle, sind ja im Prinzip auch selbsterklärend. Da gibt es nicht groß noch etwas zu zeigen. Wo es aber nochmal spannend wird, ist eben hier oben. Und zwar könnt ihr zum Beispiel noch Tags vergeben oder eben Tags bearbeiten. Das heißt, diese ID3-Tags, die sind ja die Informationen, die Lieder enthalten. Das heißt, ich kann jetzt hier eben reingehen und irgendwelchen Quatsch reinschreiben und eben sagen Save und dann ist das hinter dieser Datei hinterlegt eben. Ja, weil hier eben habe ich ja noch keine Möglichkeit, in den Dateien rumzupfuschen. Ich kann sie zwar abspielen, aber eben nicht bearbeiten. Das findet dann hier unter dem Reiter Tags statt, kann eben die einzelnen Punkte dann abarbeiten, wo mir vielleicht irgendwas nicht ganz passt. So, außerdem gibt es die Tutorial-Sektion. Das ist im Prinzip ähnlich wie in der Collection hier unten. Da bekommt ihr dann erklärt, wie ihr genau Mix-in-Key mit euren DJ-Programmen synchronisiert. Das funktioniert eben mit Serato, Traktor, Rekordbox, iTunes und Ableton. Außerdem habt ihr noch die Settings hier. Das ist eben der Key, der euch ja, erlaubt, das Programm zu nutzen. Müsst ihr natürlich eben mehr kaufen. Feedback senden ist auch klar. Update Tags. Hier ist eben interessant, wo lasst ihr die Informationen reinschreiben, die Mixing Key für euch herausgefunden hat. So, wir haben jetzt zum Beispiel gesagt, dass der Key als auch das Energy Level, das Mixing Key eben analysiert hat, die sollen in die Datei geschrieben werden.
Und dann ist ja noch die Frage eben, wo soll es hingeschrieben werden? Wir haben gesagt, Override Comments, das heißt, insofern in der Kommentarspalte des Tracks schon was drin stand, wird es eben überschrieben, insofern noch nichts da stand, wird es einfach in Anführungszeichen ausgefüllt. Ihr könnt es aber genauso gut einfach davor schreiben oder eben ans Ende. Ja, ihr könnt auch zum Beispiel sagen, schreibt mir Key und Tempo da rein, anstatt Key und Energy Level. Eben, das könnt ihr für euch entscheiden, welche Informationen sind für euch wichtig und wo möchtet ihr die Informationen haben. Also hier müsst ihr die Einstellung definitiv vornehmen. Genau, bei Update Custom Initial Key Tag ist es so, dass Mixing Key dann für euch die Key-Informationen in die Spalte schreibt, die diese Programme auch verwenden, um den Key anzuzeigen. Dass es eben nicht irgendwo steht, in den Comments zum Beispiel, sondern genau in die Spalte, in die es hingehört. Genau, eben diese Funktion könnt ihr bestimmen, welche ihr wo aktiviert haben möchtet. Außerdem dann Export Cue Points, das sind diese Vorschläge hier, die Mixing Key macht. Und dann könnt ihr auch wieder sagen, soll es auch für Serato und Traktor eben dann vorgenommen werden. Und insofern natürlich auch ganz wichtig, bei dieser Datei schon Cue-Punkte hinterlegt wurden, soll Mixing Key die überschreiben. Ja, also wenn ihr vorher schon für euch selbst in den Programmen Cue-Punkte erstellt habt, dann solltet ihr diesen Haken auf jeden Fall entfernen, sonst habt ihr ein Problem, weil die alle weg sind. Oder eben insofern auch keine da sind und ihr seid cool mit dem, was Mixing Key gemacht hat, dann setzt den Haken auf jeden Fall, dann hat euch Mixing Key einiges an Arbeit abgenommen. Genau, außerdem eben, wenn ihr Dateien ja renamen wollt, dann müsst ihr das jetzt hier auch einstellen, eben soll er nicht machen, soll er es automatisch machen. Und dann ist halt auch die Frage eben, soll das der Original-Dateiname sein und dann der Key angehangen werden und so weiter und so fort. Ihr bekommt dann hier natürlich die Information, dass hier genau der wichtige Dateiname umgeändert wird. Deswegen solltet ihr euch das auf jeden Fall auch zweimal überlegen. Ja, wir sagen eben, macht es nicht, weil der Dateiname soll genau so bleiben, wie er ist. Ja, dann bei der Keynotation ist eben die Sache, wie soll der Key, die Tonart, dargestellt werden. Wir hätten das gerne ja im Camelot-Style, also eben anstatt den A-Dur, F-Dur und so weiter, wollen wir einfach nur die Zahlen-Buchstaben-Kombi 11a, 12a und so weiter, weil es ja sich damit deutlich leichter arbeitet. Ihr könnt dann hier eben auch noch zwischen Flats und Sharps auswählen oder eben, ihr könnt auch sagen, schreibt mir das Ganze im Camelot-Style, aber trotzdem auch noch eben mit Flats und Sharps. Genau, dann die Tempo-Range könnt ihr noch einschränken, insofern ihr zum Beispiel nur elektronische Tracks spielt in Richtung House, dann ist ja schon mal klar, dass ihr wahrscheinlich keine Tracks haben werdet, die eine BPM von 60 haben und auch keine, die BPM von 160 haben. Insofern könnt ihr das Ganze schon mal einschränken, dass ihr eben sagt, meine Tracks haben sowieso alle irgendwo zwischen 100 und 140. Dann könnt ihr schon gewisse Fehler ausschließen. Und dann auch, wie viele Dezimalstellen soll denn dann angezeigt werden. Denn 128,1 im Prinzip ist ein kleiner Tick, aber macht natürlich jetzt auch nicht mehr so viel aus. Und ja, wenn ihr zum Beispiel sowieso mit Software arbeitet und dann das Ganze automatisch synchronisieren lasst, ist es sowieso irrelevant. Aber es schadet ja im Prinzip nicht, wenn ihr 2 Kommastellen mehr habt, dann könnt ihr es auf jeden Fall ganz genau nehmen. Wenn ihr lange Übergänge habt, dann könnt ihr noch genauer synchronisieren und dann laufen die Tracks auch weniger auseinander. Ja, dann könnt ihr hier noch eben beim Player einstellen, Automatic Playback. Also wenn ihr eine Datei in den Player ladet, dann wird die automatisch abgespielt. Und zum Beispiel Cache Audio Wave Image During Analysis heißt, dass die Wellenform der Audiodatei in den Cache geladen wird. Und zum Beispiel könnt ihr auch sagen, dass ihr erst ab 25%, also nach dem ersten Viertel des Tracks, dann ja die Wiedergabe starten möchtet
wenn ihr zum Beispiel eben viel mit elektronischer Musik auflegt, dann ist ja das Intro ja, sehr trist. Wenn ihr durch eine Playlist durchhören möchtet, dann möchtet ihr am meisten schnell zu den interessanten Parts und dann kann diese Situation auffällen. Und dann kann diese Funktion auf jeden Fall Sinn machen, dass ihr ja, hier Zeit spart. Außerdem Display Options. Hier, das sind dann eben die Spalten, die ihr hier in der Collection habt. Ja, wir können jetzt einfach mal Cover Art weglassen und ihr seht schon, ist verschwunden. Ja, jetzt ist er wieder da. Könnt ihr eben für euch dann individualisieren, was ihr denn sehen möchtet und was nicht. Und genau, auch Waveform Options, Check Audio Quality sind selbsterklärende Optionen. Außerdem gibt es hier noch die News von Mixed in Key. Könnt ihr euch immer wieder was reinziehen, falls es was Neues gibt. Und hier macht Mixed in Key natürlich noch Werbung für die andere Software, die sie so haben. Könnt ihr euch auch noch zulegen, wenn ihr möchtet. Geht aber vielleicht eher in Richtung Producing, wobei zum Beispiel Flow 8 Deck ja auch noch bei der DJ-Software vorgestellt wird. So, wenn ihr jetzt dann eben alles analysiert habt und es euch soweit passt, dann geht es ja auch darum, eben das in die anderen Programme zu integrieren oder eben das da sichtbar zu machen. Das heißt eben, ihr geht jetzt bei iTunes zum Beispiel, weil hier ist ja eben alles schon eingetragen, mal her und könnt dann zum Beispiel das alles markieren. Klickt mal auf Informationen, macht dann bei Komponist einfach mal ein Leerzeichen rein, dass irgendeine Änderung stattfindet. Drückt auf OK und ihr seht schon, hier kommen jetzt die ganzen Informationen reingeflogen, weil er im Prinzip die Lieder updatet. Das heißt, ihr habt jetzt hier eben die ganzen Informationen im Kommentar stehen. Das sind eben die Tracks, die wir aktuell noch nicht reingeladen haben. Das heißt, die iTunes Mediathek ist im Prinzip etwas größer als die von Mix in Key. Ja, hier habt ihr eben dann die ganzen Informationen. Man sieht also, es hat geklappt. Selbes Spiel dann eben auch bei den DJ-Programmen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier einmal Traktor. Da seht ihr das schon genauso in iTunes. Hier habt ihr in der Kommentarspalte die Informationen hinterlegt. Und genau, könnt dann mit diesen Informationen weiterarbeiten. Eine Information noch, wenn hier zum Beispiel zwei Keys stehen, dann ist Mixing Key der Meinung, dass sich innerhalb des Liedes der Key ändert und gibt euch deswegen eben beide Tonarten an. Das ist auch einzigartig, ist auf jeden Fall eine sehr coole Funktion und deswegen ist es auch das bekannteste, das weitverbreiteste Analyse-Tool. Ja. Ihr könnt außerdem eben hier noch individuell den Cue-Punkt verändern. Ihr könnt hier reinzoomen zum Beispiel, um das Ganze noch genauer vorzunehmen. Das funktioniert einfach über Scrollen, dass ihr eben das Ganze individuell noch anpasst. Und wenn ihr dann zum Beispiel eben eure gesamte Collection habt, die ja in eurem Fall wahrscheinlich deutlich größer sein wird als unsere Beispiel-Collection, dann könnt ihr hier auf dieses Camelot Wheel klicken und euch zum Beispiel einfach alle Tracks in 6b anzeigen lassen. Gibt es jetzt lustigerweise keine. Wenn ihr auch noch 5a anklickt, dann sind es die Tracks von 6b und 5a. Also wenn ihr wieder hier drauf klickt, dann verschwinden die von 6b. Waren jetzt natürlich von 6b keine drin, aber in der Theorie. Ja, hier mit 4a zum Beispiel als Beispiel. Könnt so also ruckzuck die Lieder nach der Tonart sortieren. Genau, das war im Prinzip Mix in Key. Da dauert es auf jeden Fall ein bisschen länger, sich reinzuarbeiten. Funktioniert aber sehr gut, sehr zuverlässig, hat tolle Funktionen, arbeitet vor allem auch sehr gut mit den ganzen DJ-Programmen und auch eben iTunes zusammen. Hat vor allem tolle Extra-Features wie das Piano, wie die doppelte Key-Anzeige und eben auch die Cue-Punkte. Und insofern solltet ihr das auf jeden Fall mal abchecken. Wir hoffen, du konntest aus dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu der Software hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video.
Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.